Leute und willkommen zu meinem Adventsspezial 2. Heute kläre ich nach langem Vorgequatsche endlich, was in der weißen Kiste ist. Und zwar Bastelsachen. Unsere Fensterfarben. Wir malen gerne zur Weihnachtszeit immer mal wieder was an die Fenster und das finden wir dann immer ganz schön und hängen es auf. Naja, manchmal finden wir es auch nicht schön, aber wir hängen es trotzdem auf. Also, jetzt zu den Punkten, die man auf jeden Fall immer dazu braucht. Klamotten, die dreckig werden dürfen, sind bei allem, was man bastelt, wichtig. Dann ein Tuch, wo man, wenn es notwendig ist, die Farben abwischen kann, damit sie, wenn sie eingetrocknet sind oder so, einfach der Dreck weg ist und dass man weitermalen kann. Dann, Entschuldigt, ich habe es ein bisschen weit weg. Dann eine Nadel, weil es muss immer hier so oben reinstechen, weil da oft das Zeug verklumpt. Dann ein Blatt Papier ist nicht schlecht, da kann man dann sich was skizzieren. Und eine Folie. Ich bewege sie etwas, damit man mich nicht so verrückt hält und dass ich nichts in der Hand halte. Ist mir schon bei der ersten Aufnahme oder der zweiten passiert, also weil die dann irgendwie durchsichtig geworden ist. Ja, hätte ich es gleich so gemacht. Naja, man lernt ja immer dazu. Und dann vielleicht noch ein Blatt Papier als Schmierzettel. Ja, und jetzt male ich für euch auf die Folie, nämlich mit was sehr Wichtigem. Ihr braucht auf jeden Fall viel schwarzen Stift, weil wenn ihr den schwarzen nicht habt, dann könnt ihr keine Konturen malen. Und im Schwarz wird im Prinzip das andere Zeug gemalt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mich etwas anders hinsetzen, damit ihr das Ding seht. Und da ist es. Und jetzt funktioniert es in etwa so, dass ihr... Ich muss gerade gucken, ob ihr was seht und nicht mehr. So. Ja. Und dann könnt ihr hier euch eine Skizze malen, so wie ich. Und dann wird es einfach hier, wenn es denn läuft, so nachgefahren. Und dann habt ihr dann hier einen schwarzen Dinger und da dann... Wenn es auch läuft, dann auch. Und dann malt ihr das einfach so. Hier und so und so. Und so. Ja, jetzt ist meine Farbe leer, weil... Und jetzt kommt mein Glücksfall. Ich habe dieses Haus schon mal gemalt. weil ich gedacht habe, dass mir der ausgehen könnte. Und dann kann man einfach sowas machen, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mir ein schniekes Hellrot hier und mal dann einfach zum Beispiel sehr großzügig als Tipp, sehr dick, weil je dicker, je leichter lässt sich dann am Ende von der Folie lösen, hier einfach dieses Hausdach aus, so wie ich es halt schön finde. Und das mache ich dann mit allen Sachen so, wie zum Beispiel auch, wenn es dann fertig ist, sieht's dann, gibt es dann auch Folgendes, nämlich, jetzt kann ich euch schon wieder hier was zeigen, weil ein fertiges sieht dann so zum Beispiel weiß aus. Das ist meiner Mom, ihr wunderschöner Tannenbaum. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie ein wunderschönes Plätzchen. Ich freue mich auch schon aufs Plätzchen machen dieses Jahr. So. So könnt ihr ganz einfach wunderschöne Motive an euer Fenster hängen und selbstgemachte. Das ist immer besonders schön. Ihr könnt natürlich auch Vorlagen aus dem Internet drucken. Da gibt es ja tausende Sterne und die müsst ihr dann halt nur noch, wenn ihr es mögt, ausfärben. Wenn ihr es nicht mögt, dann zerbrechen sie leider. Also ausfärben muss man es. Naja, also dann, ich hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Adventsspezial, bei meinem dritten dann dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und sagt mir, ob ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt wart oder nicht. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Also dann, tschüss!